Grüezi miteinander zum heutigen Solarmarkt-Webinar zu der Huawei Luna Batterie. Ich werde heute auf Hochdeutsch sprechen, dass auch Herr Jauch uns gut verstehen kann. Er wird Ihnen den Teil der Luna präsentieren. Er ist der Spezialist für die Batterien bei Huawei. Wir möchten auch gerne, dass Sie aktiv mit dabei sind, also nicht nur passiv zuhören dürfen müssen, sondern dass Sie sich wirklich auch äußern können. Wie können Sie das tun? Sie können während des Webinars Fragen schriftlich stellen, das eintragen. Ich werde sie dann an Herrn Jauch weitergeben oder beantworten, soweit ich das kann. Oder eben einstreuen, dass wir die Fragen dann von Herrn Jauch mündlich beantwortet bekommen. Das Webinar zeichnen wir auf und am Ende des Webinars werde ich die Aufzeichnung stoppen, so dass wir in einem kleineren Rahmen, also nicht für die ganze Öffentlichkeit, noch Fragen stellen können, mündlich. Dazu haben Sie die Möglichkeit, die Hand zu erheben, also die digitale Hand können Sie erheben. Und so können wir dann Sie als die Frage öffnen, Ihr Mikrofon öffnen und Sie können die Frage stellen. Dazu, um zu schauen, ob das klappt mit der Hand, wie viele von Ihnen haben schon einmal Huawei-Wechselrichter verbaut? Ich bitte Sie doch schnell, die Hand zu erheben, damit wir sehen, dass das klappt. Jawohl, jawohl, 2, 4, 6, 7. Also doch 7 von 27 Teilnehmern, die aktuell drin sind, haben schon einmal Huawei-Wechselrichter verbaut. Da hat es noch ein großes Potenzial, sehe ich. Super, danke. Ich werde Ihre Hände jetzt senken, damit wir dann später wieder da richtig unterwegs sind. Ein paar kurze Worte zum Solarmarkt. Wir sind der größte Händler in der Schweiz für Photovoltaikprodukte und sind schon seit über 30 Jahren am Markt, also haben da einiges an Erfahrung sammeln können. Zuerst auch als Installateur, später als Planer und 2010 hat man sich entschieden, dass der Markt inzwischen genügend groß ist, dass es einen reinen Händler, der einfach auf diese Funktion sich fokussiert, im Markt Platz hat. Und das hat sehr gut funktioniert. Also wir sind da sehr zufrieden und Sie scheinen mit uns zufrieden zu sein. Wir wurden in den letzten Jahren regelmäßig als Top-PV-Zulieferer ausgezeichnet. Das freut uns sehr, weil das ist ein Feedback, das wir erhalten von Ihnen, von den Installateuren und Planern, dass unsere Dienstleistungen da gut klappen. Wir ruhen uns nicht auf den Lorbeeren aus. Wir wissen, da gibt es immer noch viel zu tun, Verbesserungspotenzial. Und da sind wir wirklich fleißig dran, Ihnen die Dienstleistungen noch verbessert liefern zu können. Wir gehören in den BayWa-Konzern, eine große Firma mit bald 20.000 Mitarbeitern. Die BayWa ist in der Schweiz nicht so gut bekannt. Das ist die Bayerische Waren AG. Und ich vergleiche sie in der Schweiz häufig mit der Fenaco. Die Fenaco, der die Landi und die Volk-Geschäfte gehören, auch die Agrola-Tankstellen. Dieser Vergleich funktioniert recht gut, weil auch die BayWa aus dem Agrarsektor stammt. Sie hatten Dünger- und Saatgutdepots in eigentlich jeder bayerischen Gemeinde, wo sich die Bauern mit ihrem Bedarf eindecken konnten. Das hat die Landi zumindest in der Ostschweiz auch. Und die BayWa ist dann weitergewachsen, hat auch neben Bauhandel auch mit Energie gehandelt, Öl und Gas. Das passt eben dann gut mit den Agrola-Tankstellen und ist seit auch 2010 eigentlich eingestiegen in das Segment der erneuerbaren Energien und hat dazu eine Gesellschaft gegründet, die BayWa RE für Renewable Energies. Und inzwischen gehören da ganz viele Gesellschaften weltweit hinein. Also wir sind schon
2400 Mitarbeiter, die für diese BayWa RE arbeiten. Im Bereich Wind, Sonne und Bioenergie hat es da weltweit Gesellschaften, die tätig sind und einiges an Anlagen realisieren konnten und so an der Energiewende mitarbeiten. Für uns Schweizer ist es natürlich schön zu hören, dass die BayWa heute oder die BayWa RE zu 49% einem Investmentfonds gehört, der CS, der Credit Suisse nahe steht und wir somit fast zur Hälfte wieder eigentlich in Schweizer Händen sind. Wir wollen nicht nur ein Boxmover sein, sondern wir wollen sie unterstützen und wenn wir eine Partnerschaft eingehen, eigentlich langfristige Partnerschaften leben. In Partnerschaften gibt es Hochs, das ist immer schön, wenn es alles gut klappt, aber in Partnerschaften gibt es auch Tiefs. Und in diesen Tiefs, da wollen wir Ihnen zur Seite stehen. Wir wollen Sie unterstützen, wenn Probleme sind. Wir haben neu eine Serviceabteilung, die Probleme lösen kann, die sich spezifisch den Problemen annimmt. Kontaktieren Sie diese. Sie finden sie auf unserer Kontaktseite. Wenn irgendetwas schiefgelaufen ist, nicht funktioniert hat, unterstützen wir Sie da gerne. Wir treiben natürlich auch, machen Schulungen wie heute. Da haben wir ein breites Angebot. Schauen Sie regelmäßig auf unserer Webseite nach. Dort finden Sie unsere verschiedenen Schulungen. Genau, wir haben einen technischen Support, der Sie unterstützt, also im Pre-Sales, wenn Sie nicht sicher sind, was Sie Ihrem Kunden, wie Sie den Kundenwunsch am besten erfüllen, kontaktieren Sie uns. Da helfen wir Ihnen gerne weiter, suchen die optimale Lösung für Ihren Kunden. Wir können Sie unterstützen bei Erstmontagen, wir können Ihnen auch Elektroschemas erstellen. Da haben wir verschiedene Dienstleistungen, die zum Teil auch kostenpflichtig sind. Das übernehmen wir aber gerne für Sie, dass Sie wirklich auf Ihr Kerngeschäft fokussieren können. Wir haben eine Planungssoftware und über die spreche ich natürlich gerne, das Solar Pro Tool. Damit können Sie Ihre Anlagen nach Baunorm, nach SIA-Norm, also bauen und da wissen Sie auch, da können Sie ruhig schlafen, auch wenn draußen der heftigste Sturm tobt, dass Ihre Anlage wirklich auf dem Dach hält und Sie da keine Angst haben müssen, dass es da Probleme mit den Anlagen geben sollte. Sie können darin eben, Sie haben auch Erweiterungen, also man kann auch Speicher dimensionieren, Wechselrichter planen. Diesen Teil, der ist kostenpflichtig, also den Rest der Software, um die Montagesysteme zu planen, geben wir gratis ab. Also wir zahlen die Lizenz für Sie und erhöhen somit Ihre Flexibilität. Also wenn Sie selber planen, haben Sie wirklich das Geschick in Ihren Händen. Sie waren vor Ort, kennen die Anlage. Das waren wir nicht. Wir haben allenfalls nur einen Dachplan und da finden Sie allenfalls wirklich noch optimalere Lösungen. Auf einen Klick können Sie alles in den Webshop stellen. Das heißt, Sie haben geplant, Sie waren beim Kunden am Abend, machen diese Planung und können eigentlich dem Kunden sofort die Offerte zukommen lassen, weil Sie aus dem Shop die Komponentenpreise des ganzen Montagesystems und der weiteren Komponenten dann kennen und haben das zur Verfügung. In unserem Shop sehen Sie live die Verfügbarkeit der Produkte. Wir haben das auch so eingerichtet, dass Sie weit voraussehen, was, wann, in welchen Mengen verfügbar sein wird. Also das heißt, der Einkauf, sobald wir Bestätigungen haben von unseren Lieferanten, hinterlegt diese Daten, dass Sie auch sehen, speziell bei den Modulen, welches Modul wird dann noch attraktiv sein. Hier ist ja die Lebenszeit einer Generation oder einer Leistungsklasse relativ kurz geworden. Wir haben ein breites Produktportfolio. Die Idee ist es wirklich, dass Sie die
alle meisten Kundenwünsche abdecken können aus unserem Portfolio und sich als Installateur auch alleinstellen können, auch wenn Sie beim Solarmarkt einkaufen, dass Sie die Möglichkeit haben, doch alleinständig zu sein, da einen speziellen Groove zu fahren und so sich von anderen Installateuren abzuheben. Das Ziel ist es, wirklich nur führende Marken im Portfolio zu haben. Uns geht es wirklich darum, Sie geben als Installateur draußen ein Versprechen ab, dass eine solche Anlage 25, allenfalls 30 Jahre hält. Und wir können es uns nicht leisten, nicht diesem Versprechen nicht nachzukommen. Also das Ziel ist es wirklich, dass wir jetzt gerade bei Modulen nur Tier 1 Hersteller haben, also wirklich von der höchsten Klasse. Auch bei den asiatischen Herstellern sind wir da im Feld einfach der renommierten großen Firmen, wo wir wissen, dass enorm auf Qualität geachtet wird. Auch zu den Herstellern pflegen wir langjährige Beziehungen. Das Ziel ist es, dass wir wirklich, je länger eine solche Beziehung ist, desto mehr besser versteht man einander. Und die Hersteller verstehen dann auch mehr unsere Wünsche und sehen, dass die Schweiz ein spezieller Markt ist, anders. Wir ticken halt doch anders. Und das hat doch geholfen, über diese langjährigen Beziehungen auch die Hersteller dazu zu bringen, diese Probleme anzugehen und zu lösen. Bei Huawei ist es zum Beispiel dieses Rundsteuersignal, das hat Huawei sehr schnell gelöst gehabt bei den Wechselrichtern für das SAK und das CKW-Gebiet. Also dieses Problem gibt es mit den Huawei-Wechselrichtern nicht mehr. Das konnte gelöst werden. Das ist doch sehr erfreulich, dass das so schnell dann klappen kann. Ja, Sie haben die Schulung gefunden, da will ich Ihnen gar nicht viel dazu sagen. Ich habe in der Präsentation, die Sie dann später zugeschickt bekommen, einen Link zu den aktuellen Webinaren. Vor-Ort-Schulungen, wie im Bild gezeigt, ja, ist schwierig zu planen. Für das erste halbe Jahr haben wir jetzt keine vorgesehen. Im zweiten halben Jahr würden wir gerne einen Mix zwischen Webinaren und wieder physischen Schulungen machen, falls es möglich wird. Also das wird die Zeit dann weisen. Falls Sie Webinare von uns verpasst haben, können Sie, können Sie diese auch als Aufzeichnung sehen. Diese sind abgelegt in unserem YouTube-Kanal und da können Sie die verschiedenen Webinare nachsehen. Dann noch zwei News, die ich Ihnen gerne mit auf den Weg geben möchte. Ein Portal, das mir sehr gut gefällt, Energiefranken. Sie finden dort mit wenigen Klicks alle Förderungen, die es in einer Gemeinde gibt, im Energie- und im Mobilitätsbereich. Also das heißt, von allen Stufen, Stufe Bund, Stufe Kanton und Stufe Gemeinde, was für Förderungen kann ich da bekommen? Sehr spannend gemacht. Ich wusste nicht, dass es im Thurgau an ein Elektroauto 2000 Franken gibt. Also alle Thurgauer, nützen Sie die Chance zu switchen. Und so können Sie eigentlich Ihre Endkunden optimal beraten, auch zu den Förderungen. Das macht es einfacher, als das in jeder Gemeinde auf allen Websites zusammensuchen zu müssen. Dann noch eine Einführungsaktion. SolarEdge hat ein Smart-Modul, bei welchem der Optimierer direkt integriert ist. Und die ersten 24 Bestellungen über 10 Kilowatt kriegen ein Modul gratis. Nützen Sie diese Chance, sie gilt noch bis am 18. Februar. Ich weiß, es liegt noch Schnee, der Regen hat ihn jetzt ein bisschen weggewaschen. Allenfalls ist es soweit, dass man schon bestellen kann und bald diese Anlagen realisieren kann. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und werde das Wort gerne Herrn Jauch weitergeben. Genau, erstmal vielen Dank. Ich hoffe, Sie können mich jetzt alle hören. Wir hören Sie und wir sehen auch schon Ihre Präsentation. Ah, super, wunderbar. Das ist doch das beste Feedback. Genau. Also vielen Dank erstmal für die
Einleitung und auch war für mich auch sehr interessant, was da alles so passiert. Genau. Ich werde die Präsentation auch in Hochdeutsch halten, weil mein Schweizerdeutsch, glaube ich, ein bisschen begrenzt ist, also von dem her. Aber ich glaube, ich verstehe es ganz gut zumindest, oder wenn Sie langsam sprechen. Genau. Ich werde Sie jetzt so die nächsten 45 Minuten ein bisschen durch unser Portfolio leiten und Ihnen vor allem den neuen Luna-Speicher zeigen. Wie gesagt, wenn Fragen sind, stellen Sie die in den Chat und wenn die thematisch passend sind, werde ich dann auch unterbrochen und am Schluss haben wir auch noch Zeit ein bisschen für eine Fragerunde. Genau. Erstmal so ein bisschen zur Einleitung. Wer ist überhaupt Huawei? Und dass man so ein bisschen so ein Gefühl bekommt. Und ich meine, klar, ich könnte jetzt mehrere Präsentationen oder Seiten zeigen, was wir alles so tun und woher wir kommen. Ich denke mal, der Name ist schon immer wieder, also ist vielen Leuten bekannt. Und für mich sind immer so zwei Zahlen oder zwei, drei Zahlen recht wichtig. Einmal ist das Thema von den Mitarbeitern. Also wir haben so knapp 200.000 Mitarbeiter weltweit, die beschäftigt sind. Das ist das eine. Natürlich, ich bin da auch nur eine Nummer am Ende. Aber auf der anderen Seite, also was da auch nochmal, was ich sehr wichtig finde und was man auch wirklich im täglichen Alltag merkt, ist das Thema Mitarbeiter, die in der Entwicklung tätig sind, und zwar 100.000 Mitarbeiter, also knapp die Hälfte aller Mitarbeiter, die Huawei hat. Die arbeiten in der Entwicklung und in der Forschung, das heißt, um neue Produkte, bessere Produkte auf den Markt zu bringen. Und tatsächlich, merkt man das tagtäglich bei der Arbeit. Und man könnte auch sagen, das ist eine Ingenieursfirma. Also wenn 50% der Mitarbeiter in der Entwicklung arbeiten, ist es einfach so. Natürlich weltweit aufgestellt, 14 Entwicklungszentren auf der ganzen Welt. Eins haben wir auch in Deutschland, also in Nürnberg tatsächlich, wo auch für Europa, so sage ich mal, diese Basis ist. Ja, klar, Umsatzzahlen sind einfach gigantisch. Also, aber ja, was ich halt wirklich interessant finde, ist halt Mitarbeiter und wie viele Mitarbeiter dann auch in der Forschung arbeiten. Das Zweite, was ich auch immer noch recht beachtlich finde, also ich kenne tatsächlich Huawei seit dem Marktstart im 2013 und eigentlich seit 2015 sind wir ganz, ganz vorne dabei. Also wir sind einfach die führende Hersteller oder Lieferant für Wechselrichter. Das heißt, seit 2015 eigentlich das größte Shipment, also die größte jährliche Leistung, die wir ausliefern, und das ist eigentlich schon beachtlich, das in sehr kurzer Zeit zu schaffen. Ist natürlich getrieben vor allem durch so Großanlagen und auch natürlich der chinesische Markt ist da super interessant. Aber ja, das sieht man eigentlich schon, dass man, wenn man ein Produkt gut entwickelt und auch die Motivation dahinter hat, dass man da auch schnell vorankommen kann, auf jeden Fall. Ja, und natürlich, das alles funktioniert nur, wenn man auch Geld investiert und also wenn man so die Zahlen sich anschaut, ist Huawei so die Nummer 5 oder halt in den Top 10, sage ich mal, bei den Unternehmen, die das meiste Geld wieder in Entwicklung stecken. Also, und das sind natürlich alle großen Namen dabei, Alphabet, also die Google-Gruppe, Volkswagen, wobei, das wundert mich ein bisschen, dass die da dabei sind. Aber also man sieht einfach schon, da wird sehr viel Geld wieder in das Thema Entwicklung gesteckt und natürlich viele eigene Produkte, eigene Chips für Smartphones und die wir dann auch natürlich nutzen für unsere Wechselrichter, Betriebssysteme. Also wir haben so viele Sparten von Telekommunikation, von Server, von USV-Anlagen, von Smart Energy. Das ist schon der Wahnsinn. Und natürlich eine Sparte ist der Solarbereich. Aber man sieht schon, also auf jeden Fall weltweit aufgestellt und sehr engagiert. Ja, von unserem Portfolio, und das finde ich auch ziemlich einzigartig. Also wir haben tatsächlich vom kleinen 2 kW-Wechselrichter, das ist dann ein einphasiges Gerät, bis hin zu aktuell 185 kW, ein komplettes Portfolio. Das heißt also wirklich von Residential-Kleinanlagen,
für das Einfamilienhaus bis hin zu Megawatt-Parks, die wir weltweit bauen oder die weltweit gebaut werden mit unserem Wechselrichter, können wir alles liefern und natürlich dann auch jetzt dieses Jahr unsere erste eigene Batterie, also Residential Batterie für den Speichermarkt. Batterien oder eigene Systeme bauen wir schon lange, also vor allem im Bereich USV-Anlagen ja, Serveranwendungen. Da kommt auch die ganze Technologie her, also wie also wir mussten jetzt hier kein neues Speichersystem entwickeln, sondern wir haben da wirklich aus den Erfahrungswerten aus anderen Bereichen zugegriffen. Also das heißt, einphasig, dreiphasige kleine Wechselrichter bis zu 10 kW, so ist momentan noch die Aufteilung. Dann natürlich auch Optimierer haben wir und die Batterie und dann halt für größere Anlagen von 12 bis 100 kW 400 Volt Wechselrichter, das heißt mit 400 Volt Ausgangsspannung und Utility Scale ist dann immer für die Mittelspannung ausgelegt, das heißt man braucht einen eigenen Trafo, weil das 800 Volt AC-Geräte sind. Und das ist so unser Produktportfolio und ich glaube, das ist so das größte Portfolio, was es gibt eigentlich, ne? Also auch vor allem mit einer eigenen Batterie, das muss man immer dazu sagen, ne? Aber letztendlich geht es heute vor allem um die Luna-Batterie. Was macht das Speichersystem so besonders? Und da muss man natürlich ein bisschen ausholen, muss sagen, okay, was gehört zu so einem Speichersystem alles dazu oder was kann man da kombinieren? Und bei uns ist es einfach so, dass wir. Also das ist jetzt eine allgemeine Präsentation, deswegen ist auch der einphasige Wechselrichter vor allem noch dabei. Aber ja, manchmal macht das natürlich auch Sinn oder vielleicht auch in Deutschland. Also das heißt, wir haben einphasige Wechselrichter von 2 bis 6 kW und dann dreiphasige Wechselrichter von 3 bis 10 kW. Die können Sie einsetzen, also das eine oder das andere. Dann haben wir natürlich einen eigenen Optimierer bis 450 Watt Modulleistung. Den können Sie einsetzen, müssen Sie aber nicht. Das heißt, es gibt keinen Optimiererzwang. Sie können jedes Modul mit einem Optimierer einsetzen oder auch nur wirklich da, wo sie eine Beeinträchtigung haben. Also das heißt, der Optimierer ist optional. Natürlich empfehlenswert ist immer, einen Smart Power Sensor einzusetzen, mit oder ohne Speicher, macht es immer Sinn, dass man einfach quasi diesen Hausverbrauch oder die Nutzung von der Energie einfach auch gemonitort hat, dass der Kunde auch ein Gefühl bekommt, wie viel Energie verbrauche ich. Ich vergleiche das immer ganz schön mit dem Auto. Da hat man vor ein paar Jahrzehnten hat man diese Durchschnittsverbrauchsanzeige eingeführt und jetzt weiß jeder oder viele Leute schauen da drauf, wie viel verbrauche ich denn auf 100 Kilometer? Jeder kann sagen 5,7 Liter oder sonst irgendwas. Aber beim Haus wissen die Kunden meistens eventuell nur, was sie im Jahr verbrauchen, also so 4000 Kilowattstunden. Aber wenn ich da jemanden frage, was verbrauchst du am Tag und dass der so ein Gefühl mal bekommt für Energie, das ist ganz schwierig. Und Smart Power Sensor ist natürlich da der richtige Ansatz. Und natürlich die Batterie, die wir in 5 Kilowattstunden Schritten skalieren können, also von 5 bis 30 Kilowattstunden. Dadurch sind wir sehr flexibel. Am Ende können wir auch drei Wechselrichter zusammenschalten, also dann aus 30 Kilowattstunden auch 90 Kilowattstunden machen und ja, dadurch sind wir wirklich sehr flexibel und individuell einsetzbar. So, kurz mal ein paar Vorteile oder ja, ein paar Fakten zu unseren Wechselrichtern. Die haben immer standardmäßig oder wir haben nur einen Wechselrichter. Dieser Wechselrichter hat immer ein Anschluss für die Batterie. Also den muss man dann nicht zusätzlich aktivieren oder dazu kaufen. Das ist immer standardmäßig dabei. Unser Wechselrichter kann auch immer mit Optimierer eingesetzt werden, aber muss nicht. Also man kann das auch ganz normal, klassisch traditionell aufbauen ohne Optimierer. Das ist wirklich der Vorteil. Sie haben da einen Hersteller, ein Produkt und Sie sind komplett flexibel. Sie können nur eine Anlage bauen ohne Optimierer und ohne Speicher. Und können das dann aber auch alles jederzeit nachrüsten. Das sehe ich wirklich als großen Vorteil. Was haben wir auch noch mal mit dabei? Also wir haben eine Lichtbogenerkennung, also AFCI. Das heißt, wenn eine Steckverbindung irgendwie schlecht ist oder wenn Sie Probleme mal mit Modul haben, detektiert Ja, auch.
Ich höre Sie nicht mehr. Haben wir da Tonprobleme? Können Sie mich hören Jetzt jetzt wieder? ist wieder gut, ja. Okay, was haben Sie noch gehört? Entschuldigung, ja. Es waren erst die letzten 1, 2 Minuten, die weggefallen sind, ja. Herr Jauch, jetzt sind Sie wieder weg. Jetzt ist wieder gut. Ja. Schauen wir mal, ob das jetzt besser ist. Hören Sie Gut, mich jetzt ich. wieder? Ja, wir haben ein bisschen mehr Raum, aber wir hören Sie gut, ja. Genau, ich habe jetzt das Mikrofon mal umgestellt. Vielleicht wird es dann besser. Ja. Gut, super. Okay, genau. Wurde jetzt von den Wechselrichtern, war da irgendwas noch mit dabei oder nicht? Doch, doch, Sie haben, wir haben das mitbekommen, über die Wechselrichter. Okay, genau. Also diese Lichtbogenerkennung haben wir standardmäßig mit dabei. Genau. Genau, das erfolgt bei uns durch die schnelle Messung. Und ja, wie gesagt, ist eine tolle Funktion, ist eine Sicherheitsfunktion und ja, ist halt bei uns einfach mit dabei. Genauso auch das Thema PID Recovering, das heißt also, wenn Sie, das betrifft vor allem ältere Module, wenn die da irgendwie beeinträchtigt sind, bestromen wir die Module dann nachts rückwärts und würden die dann wieder quasi regenerieren. Ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Was bei uns auch standardmäßig mit dabei ist, ist der Überspannungsschutz Typ 2 für die AC und für die DC-Seite. Ist ja in manchen Bereichen oder Regionen vorgeschrieben, beziehungsweise ist auch eine Sicherheitsfunktion für den Wechselrichter, um die Langlebigkeit dann auch zu garantieren. Ja, Langlebigkeit ist auch so ein Thema natürlich. Also wir geben standardmäßig 10 Jahre Garantie auf unsere Wechselrichter, also auf die Residential-Wechselrichter. Das ist natürlich auch schon auf jeden Fall ein Vorteil. Und natürlich optional können die dann auch auf 20 Jahre erweitert werden. Aber diese 10 Jahre sehe ich dann schon als Vorteil auf jeden Fall. Ne? Viele, viele haben immer noch 5 Jahre. Und ja, Kommunikation ist auch wichtig. Das heißt, wir haben eine WLAN oder Fast Ethernet, also eine normale Netzwerkverbindung, die ist auch standardmäßig mit dabei. Und was ich auch immer wieder ganz schön finde, also bei uns kann man natürlich noch optional auch ein LTE-Modem dazu erwerben. Also es ist dann quasi so ein 4G-Dongle, wo man dann einfach eine SIM-Karte reinstecken kann und dann die Daten ins Monitoring-Portal übertragen kann. Also denken Sie da an Anlagen, wo der Kunde nicht möchte, dass irgendein Gerät bei ihm angeschlossen wird oder vielleicht auch ein öffentliches Gebäude. Also ich erlebe das immer wieder beim Polizeigebäude. Da kann man natürlich niemals auf das Netzwerk zugreifen, damit der Wechselrichter irgendwelche Daten fürs Monitoring sendet, sondern da muss man ein eigenes Netzwerk aufbauen. Und da hat man auf jeden Fall den Vorteil, dass man es da einfach integrieren kann. Ja, Optimierer, genau, also wir haben nur einen Optimierer, der hat Entschuldigung, 450. vor dem Optimieren noch schnell eine Frage zum Wechselrichter, die wird in der Ja. Schweiz ganz häufig gestellt. Ich hätte sie auch selbst Rundspannung. beantworten können. Also die Frage ist, gibt's einen Überspannungsschutz Typ 1, Typ 2? Kann man Typ 1 wählen? Nein, also genau, standardmäßig haben wir nur diesen Typ 2, also tatsächlich diesen Blitzschutz muss man dann extern setzen. Ich bin jetzt tatsächlich nicht hundertprozentig fit, was die Normen in der Schweiz angeht, wo der gesetzt werden muss. Aber natürlich, also so ein Thema Blitzschutz würde ich immer ungern direkt in einem Gerät innen drin setzen, sondern den gerne. Also diesen Blitz auch räumlich entfernt halten von meinem technischen Gerät, dass der wirklich beim Eintritt vom Gebäude dann auch abgefangen wird. Aber da kenne ich mich jetzt tatsächlich nicht bei den Normen aus, aber wir haben nur den Typ 2 im Gerät. Genau, aber wir bieten, also Solarmarkt bietet dazu ein GAC, passende GACs zu den Huawei-Wechselrichtern. Also fragen Sie unsere Technik an. Wir können da die Lösung dann dazu bieten, GACs mit Überspannungsschutz Typ 1 drin. Und Huawei hat einfach,
Wir haben das Huawei konfrontiert mit diesem Punkt und Huawei hat uns dazu gesagt, das macht keinen Sinn, den Blitzschutz in das Gerät aufzunehmen, weil wir dann das Gerät bei einem Blitz kaputt machen und fährt einfach jetzt einen anderen Weg, dass man separat diese GACS bauen muss. Also nicht wie Mitbewerber, die das einschließen. Genau, also das ist bei uns ja die Philosophie dahinter, wo wir einfach sagen, wir hätten gerne den Blitz gar nicht erstmal in unserem Gerät. Ja, das Thema Rundsteuerempfänger, genau, also unsere dreiphasigen Wechselrichter haben auch die, also haben standardmäßig auch die Schnittstelle für den Anschluss eines Rundsteuerempfängers, also das ist auch integriert. Genau, und natürlich der Anschluss für einen Smart Power Sensor, der dann über RS485 erfolgt. Also das ist auch alles mit drin. Genau. Super. Optimierer 450 Watt, das heißt also passt eigentlich für alle gängigen Module, die dieses Jahr auch noch auf den Markt kommen. Haben eine M-Bus-Datenübertragung, das heißt über Powerline-Kommunikation. Wir modulieren die Signale auf der DC-Seite auf den Strang auf. Natürlich Einzelüberwachung auf Modulebene, also wenn da ein kompletter String damit installiert wird, das heißt jedes Modul, natürlich auch die Sicherheitsabschaltung, das heißt, wenn der Wechselrichter AC-seitig nicht verbunden ist oder wenn man den abschaltet, dann fahren die Optimierer auf 0 Volt runter tatsächlich, das heißt also am Strangausgang messe ich dann nur noch 0 Volt und um festzustellen, dass alle Optimierer da angeschlossen ist, muss ich dann den Widerstand messen mit 1 Kiloohm pro Optimierer. Das heißt, das Thema Sicherheit wird da auch gewährleistet, im Reparaturfall oder auch wenn man eine Reinigung vornimmt, kann man da einfach schön bequem die Module abschalten. Und genau, was auch noch möglich ist, ist das Thema Long String Design. Das heißt, also wir können bei unseren dreiphasigen Wechselrichter bis zu 10 kW Peak in einen Strang dann verschalten, wenn halt wirklich alles mit Optimierern ausgestattet ist. Aber das ist auch natürlich nochmal Verkabelungsaufwand, den man sich spart. Oder auch das ganze String Design oder der String Design wird dann auch erleichtert. Ne? Die können dann auch an der Unterkonstruktion oder auch am Modulrahmen montiert werden. Also es gibt beide Möglichkeiten. Und ja, eine schöne Option, wenn es halt einfach letztendlich notwendig ist. Ne? Genau, und so die dritte Hauptkomponente ist dann auch die Luna-Batterie, also Luna 2000. Und da würde ich Ihnen jetzt einfach mal so die Vorteile zeigen. Also bei uns ist es so, dass wir ein Energieoptimierer, oder nein, wir haben anders, wir haben zwei Bestandteile bei unserer Batterie. Das ist einmal ein Leistungsmodul, was man hier oben sieht. Das hat dann maximal 5 kW Leistung. Und wir haben ein Batteriemodul, was dann 5 kW Kapazität hat, also das heißt 5 Kilowattstunden. Und das ist jetzt hier die maximale Ausbaustufe, das heißt drei Batteriemodule aufeinandergestellt und dann ein Leistungsmodul. Und so habe ich dann 5 kW Leistung und 15 Kilowattstunden. Ne? Also das ist so die Grundeinheit, die wir da aufbauen können. Und wir haben Energieoptimierer verbaut, das heißt, dass jedes Batteriemodul arbeitet oder kann unabhängig vom anderen Batteriemodul arbeiten. Das ist ein bisschen ähnlich, wie das Optimiererkonzept bei uns auch ist. Das heißt also, wenn ein Batteriemodul mal ein Problem haben sollte, aus irgendeinem Grund, durch Alterung oder Temperatur oder wie auch immer, dann zieht es nicht das Komplettsystem runter, sondern wir können das isolieren und der Rest arbeitet ganz normal weiter. Von dem her hat man da keine Beeinträchtigung. Hat natürlich verschiedene Vorteile, einmal im ganz normalen Betrieb natürlich, ne, zum Thema auch Sicherheit, aber auch Batterieerweiterung. Also wenn man die Batterie erweitern muss, muss man bei uns jetzt nicht das Komplettsystem auf einen bestimmten Ladezustand bringen und dann die Batterie erst erweitern, sondern Sie können da einfach auf die Baustelle fahren, das einfach erweitern und das System regelt sich dann automatisch aus. Diese Technologie kommt tatsächlich bei uns aus dem USV-Bereich, das heißt die Notstromversorgung von großen Serverparks. Da können Sie sich vorstellen, also muss man, wenn man da
Ja, ein Kunden beliefert, muss man Garantien abgeben und da heißt es ja, wir möchten 99,99% Verfügbarkeit haben und sowas kann man einfach nur dann gewährleisten, wenn man halt ein ja, intelligentes Konzept hat. Das heißt, dass halt, wenn mehrere Batteriemodule verbaut sind, dass dann halt eins oder zwei auch ausfallen können und die anderen arbeiten dann weiter. Also das ist so bei uns das Konzept. Wie gesagt, diese Batterie kann an bei uns bei den einphasigen und dreiphasigen Wechsellichter angeschlossen werden und dadurch ist man tatsächlich flexibel. Aber in der Schweiz das ist es ja vor allem, glaube ich, dreiphasiger Markt. Ne? Ja, das ist praktisch nur dreiphasig. Also einphasige Ja. Geräte gehen, glaube ich, bis 3,6 Kilowatt, aber die werden praktisch nicht verbaut, weil auch die Kapazitäten, die gewünscht sind, relativ hoch sind. Genau, sehr gut, ja. Nee, da war ich auch schon richtig informiert. Genau, das waren so die Vorteile, die ich auch schon erwähnt habe. Also kein Pre-Charging, das heißt also wirklich beim Austausch oder bei der Erweiterung muss ich die nicht auf einen speziellen Ladezustand bringen. Wie gesagt, jede Batterie regelt sich selber aus, also auch optimiertes Laden und Entladen für jede Batterie und auch die Isolierung. Also wenn da mal ein Defekt sein sollte, ist auf jeden Fall da ein großer Vorteil, also auch zum Thema Sicherheit. Sicherheit ist auch natürlich bei so einem Batteriesystem ein wichtiges Thema und da haben wir ein mehrstufiges Sicherheitskonzept. Also einmal natürlich auf der Zellebene, also wir setzen Lithium-Eisenphosphat-Zellen ein, die per se schon eins der sichersten Zellen oder die sicherste Zelle oder die Zellchemie auf dem Markt ist, also Thema Eigensicherheit. Was wir natürlich dann noch machen, wir verpacken diese Zellen in ein Batteriemodul. Da haben wir verschiedene Sensoren nochmal drin, das heißt, wir messen Temperaturen und auch Ströme und Spannungen, haben da natürlich ein eigenes Batteriemanagementsystem pro Batteriemodul und ganz am Schluss haben wir natürlich das Optimierer-Konzept, das heißt, dass wir dann auch Batteriemodule isolieren können und haben das alles dann auch nach den aktuell höchsten Sicherheitsnormen, das ist die VDE 2510-50 zertifizieren lassen. Von dem her haben wir da ja auf verschiedenen Ebenen ein Sicherheitskonzept. Eine Frage, die meistens auch kommt, und da möchte ich auch ganz offen sein. Also wir stellen die Zelle nicht selber her. Also es ist keine Huawei-Zelle, aber den Rest stellen wir hier her. Wir sind hier kein Batteriehersteller oder kein Zellhersteller, sondern wir haben das eigentlich klassisch gemacht. Wir haben die Zelle spezifiziert. Also wir haben gesagt, das und das muss die können, so und so viele Zyklen, so muss die ausschauen und haben dann eine Ausschreibung gemacht und haben uns da verschiedene Hersteller angeschaut. Und haben die dann getestet und haben uns da für einen bzw. zwei Hersteller entschieden, mit denen wir dann quasi unser Produkt fertigen. Das heißt, wir stellen da jetzt keine eigene Zelle her. Gut, ist auch oftmals ein Vorteil einfach, ne, dass man da wirklich dann halt Second Source auch hat, wenn dann ein Hersteller nicht liefern kann. Und tatsächlich ist es so, durch unser Konzept, sind wir auch flexibel. Also wir könnten auch ein Batteriemodul von Hersteller A mit einem Batteriemodul von Hersteller B mischen. Und das ist auch zum Thema Langlebigkeit oder auch Nachrüstung tatsächlich auch ein Vorteil. Also auch in der Zukunft. Und das Fakt ist eins, also die Zelltechnologie, das ist ähnlich wie bei den Modulen, die entwickelt sich momentan sehr rasant. Das heißt, da geht es weiter. Und wenn jetzt da höhere Kapazitäten kommen auf dem gleichen Format, können wir das letztendlich auch mischen. Also das heißt, wenn jetzt nächstes Jahr bei uns nicht mehr 5 Kilowattstunden Kapazität Standard ist, sondern 5,5 oder 6, können wir das miteinander mischen. Das ist kein Problem. Also so ist unser Konzept aufgebaut. Das heißt auch für die Zukunft da aufgestellt. Ja, hier sieht man nochmal dann auch die Parallelschaltbarkeit. Das heißt also, wir können einen Turm aufbauen mit bis zu 15 Kilowattstunden und können dann auch einen zweiten Turm noch daneben stellen, also parallel schalten.
Wir brauchen hier dazu keine zusätzliche Box oder GAK oder sonst irgendwas. Also standardmäßig kann man dann die zweite Batterie einfach an die erste anschließen. Die ganzen, sage ich mal, Verkabelungsmöglichkeiten, also die Anschlüsse sind so gegeben. Was Sie da einfach nur noch brauchen, ist eine ganz normale Photovoltaikleitung, also 4 oder 6 Quadrat, und eine Datenleitung, also ein Installationskabel, so Cat 5i oder hochwertiger, was man dafür einen Anschluss benötigt. Genau. Das ist auch auf jeden Fall ein Vorteil. 50 Kilogramm wiegt unser Batteriemodul. Das heißt, also es ist zu zweit ganz gut handelbar. Alleine zur Not geht es auch, wenn man gut gefrühstückt hat, auf jeden Fall. Wir haben 100% Entladetiefe. Das heißt also wirklich 100% kann auch im Komplettsystem genutzt werden. Unsere Batterie funktioniert nur mit unseren Wechselrichtern. Das heißt, also dadurch können wir das auch garantieren. Und natürlich ein Parallelbetrieb von, ja, genau, maximal zwei Speichersystemen an jedem Wechselrichter kann auch realisiert werden. Und hier unten in der Grafik sieht man da auch nochmal das Thema Kapazität zu Leistung, also Lade- und Entladeleistung. Und tatsächlich haben wir eine kleine Einschränkung auch noch, oder halt, oder was heißt Einschränkung, verschiedene Stufen. Das heißt, bei 5 Kilowattstunden Kapazität können wir maximal 2,5 kW laden und entladen. Gut, wenn man so ein kleines System aufbaut, ist es, glaube ich, auch ganz okay. Und ab 10 Kilowattstunden können wir dann wieder mit der doppelten Leistung, also mit 5 kW laden und entladen. Beziehungsweise, wenn Sie ein zweites Batteriemodul oder Leistungsmodul installiert haben und dann ab 20 Kilowattstunden Kapazität, können Sie dann mit vollen 10 kW laden und entladen. Und Eine ja. Frage zur Death of Discharge. Ich kann mich erinnern, wir hatten auch schon einen Hersteller, der hat gesagt, er hätte 100%. Heißt das, weil aus meiner Sicht ist es technisch nicht möglich. Heißt das aber, Sie haben einfach eine Reserve? Also die Ja, Batterie ist genau. eigentlich größer, oder? Ja, nein, also wir wissen es ja alle, wie es ist. Also oftmals ist es ja so, dass man also es gibt Komplettsystemhersteller, wo dann natürlich ein Lieferant ist für alles, und es gibt oftmals auch zwei Hersteller. Ich habe einen Batteriehersteller, ich habe einen Wechselrichterhersteller, wie auch immer. Und dann gibt halt jeder seine Daten an. Und dann sagt halt der Batteriehersteller, also du kannst meine Batterie bis zu 100% entladen, aber der Wechselrichterhersteller macht das nicht. Und letztendlich ist ja das Entscheidende für den Installateur und am Ende für den Kunden, dass der auch das bekommt, was er auch erwartet hat oder was dem angeboten wurde. Und da geht es ja immer darum, letztendlich wie beim Smartphone auch, ich möchte sehen, 100% ist die Batterie vollgeladen, und bei 1% muss das System auch noch funktionieren. Habe ich die Erwartungshaltung, dass da noch ein bisschen was passiert, und bei 0% ist Schluss. Und genau das ist bei uns auch so. Das heißt, für den Endkunden, der kann das halt wirklich bis zu 0% nutzen, und das wird ihm auch genauso angezeigt, ne? In der Okay, das ist Vergangenheit ist es ja oft, definitiv besser, genau. ja. In der Vergangenheit oder oftmals ist es so, dass man dann den Kunden erklären muss, ja, deine Entladung hat jetzt bei 10% gestoppt, weil der Rest braucht die Batterie als Reserve. Ist technisch richtig, aber meines Erachtens für den Endkunden, also nicht die richtige Aussage. Und deswegen ist es halt wirklich bei uns tatsächlich 5 Kilowattstunden nutzbar. Gut, Von vielen 100 bis Dank. 0%. Genau. Ja, letztendlich flexibel, das hatten wir auch das Thema kurz gehabt. Also Sie können 30 Kilowattstunden pro 10 kW Wechselrichter installieren, und das alles dann auch dreimal. Das heißt also, Sie können ein System aufbauen mit drei Wechselrichtern, mit 30 kW Leistung und bis zu 90 Kilowattstunden Speicherkapazität. Das heißt auch das Thema Small Commercial oder vielleicht ein bisschen ein größeres Haus, wo der Kunde einfach sagt, ja, 30 kW Peak gehen bei mir drauf, und ich möchte auch viel Leistung haben und viel Kapazität. Also solche Systeme kann man da auch ganz gut realisieren. Also das heißt von 5 bis 90 Kilowattstunden und
Ja, man kann dann auch tatsächlich, wenn das jetzt eine größere Photovoltaikanlage wäre, auch noch einen normalen Wechselrichter dazu schalten aus unserem Portfolio und dann auch eine größere PV-Anlage bauen, weil unser System ist auch, ja, kann auch Energie von der AC-Seite aufnehmen. Also auch wenn jetzt der Zweitwechselrichter ohne Batterie ausgestattet wäre, würde der das Batteriesystem unterstützen können. Was wir auch können, wir können auch mit Fremdwechselrichtern arbeiten. Also wenn jetzt Ihr Kunde schon ein Photovoltaiksystem hat mit einem Wechselrichter, kann man unseren Standard Photovoltaikwechselrichter hernehmen und als reinen Batteriewechselrichter betreiben. Und dann haben wir natürlich einen Smart Power Sensor am Netzverknüpfungspunkt, der misst dann die Energieflüsse und würde dann auch diese ganze Regelung übernehmen. Und einen zweiten kann ich dann auch einsetzen und dementsprechend dann auch meine Erzeugung vom, ich sag mal, Fremdwechselrichter dann auch monitoren. Ne? Richtig. Also dadurch sind wir auch flexibel. Das Thema Stromausfall ist auch immer wieder ein wichtiges Thema. Dem sind wir auch nachgegangen. Das heißt, also zur Jahresmitte wird es bei uns eine Backup-Box geben, dann auch für die dreiphasigen Wechselrichter. Das kann man dann zusätzlich erwerben. Wichtig ist bloß für diesen Backup-Fall, also wenn wirklich ein Stromausfall sein sollte, dann erzeugen wir am Ende nur ein einphasiges Stromnetz, also wirklich halt zum Betreiben von kritischen Verbrauchern. Wir haben jetzt da kostentechnisch darauf verzichtet, wirklich ein dreiphasiges Netz zu erzeugen. Das ist immer natürlich so ein Kompromiss. Oder ja, muss ich halt überlegen, was möchte ich tun? Möchte ich halt wirklich Dreiphasen-Notstrom erzeugen? Oder reicht für die seltenen Fälle dann auch einphasig, weil wirklich, ja, ich dann nur die kritischen Lasten betreiben möchte. Und wir sind halt den Weg gegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten das dem Kunden das so ja, effektiv wie möglich gestalten. Das heißt, wir werden dann nur einphasig Notstromnetz erzeugen, weil das dann ausreichend ist, ne, für den Kunden oder meistens ausreichend ist. Ja, wichtig ist auch noch das Thema Inbetriebnahme beziehungsweise auch bei den Optimierern. Also bei uns ist es so, es gibt nur eine App. Ah, App ist auch ein wichtiges Stichwort, genau. Also App ist natürlich bei Huawei vor allem ein wichtiges Stichwort. Also für die Inbetriebnahme ist Android also genau, die Inbetriebnahme erfolgt mit einem Smartphone exklusiv. Also Sie können nur mit einem Smartphone und vor allem mit einem Android-Smartphone unseren Wechselrichter in Betrieb nehmen. Das heißt also quasi diese ganzen Einstellungen vornehmen. Es geht nicht mit dem Laptop oder PC und es muss auch ein Android-Smartphone sein. Und tatsächlich ist es so, dass wir mit unserer App letztes Jahr dann irgendwann auch aus dem Google Play Store rausgeflogen sind, wegen den ganzen Themen mit Amerika. Aber also die App oder den Link zu der App findet man noch auf unserer Homepage oder wenn man das dann googelt. Aber natürlich jetzt bei also bei dem Huawei App Store, da ist es noch zu finden, also bei der App Gallery oder ist es zu finden. Also das heißt, es funktioniert auch bei Android-Smartphones von diversen anderen Herstellern. Das ist nicht das Problem. Nur tatsächlich Apple-Smartphones für die Inbetriebnahme funktioniert aktuell nicht. Leider. Also man braucht ein Android-Smartphone für die Inbetriebnahme, aber wie gesagt, wir haben nur eine App. Also die App ist dann für die Inbetriebnahme, fürs Monitoring auch verantwortlich. Also das heißt, das lokale Monitoring, also wirklich auf dem Gerät selber drauf, ohne dass das Gerät überhaupt jeweils Daten an das Monitoring-Portal gesendet hat, oder halt wirklich dann den Fernzugriff auf die Daten auf das Fusion Solar Portal. Das ist, finde ich, auch wirklich ein Vorteil, dass man da komplett flexibel ist, aber wie gesagt, es gibt nicht vier verschiedene Apps, also eins für zum Designen von irgendwas und eins für die Inbetriebnahme und eine App fürs Monitoring für den Endkunden, eine App für den Installateur. Es gibt nur eine App. Das heißt, was Sie sehen, sieht auch in Anführungszeichen auch der Endkunde. Und dadurch
Es ist auch so, dass wir das Thema Batteriesysteme und auch Powermeter alles mit dieser App in Betrieb nehmen können. Und das erfolgt also von den Screenshots eigentlich in ein paar wenigen Schritten. Sie verbinden sich mit dem Wechsellicht über WLAN, wenn sie natürlich direkt davor stehen. Dann wird am Anfang nach der Ländernorm gefragt. Standardmäßig ist es so, der erkennt, in welchen Handynetz sie sind und würde schon mal auf jeden Fall die passende Ländernorm da auswählen. Und dann auf der zweiten Seite überprüft er die angeschlossenen Geräte. Das heißt, wenn Sie hardwaretechnisch alles richtig angeschlossen haben, wir kommunizieren mit dem Smart Power Sensor und mit der Batterie über RS485, das heißt Zweidrahtkommunikation. Wenn Sie da alles richtig angeschlossen haben, kriegen Sie hier überall grüne Kreise angezeigt. Wenn jetzt hier eins grau angezeigt werden sollte, dann wissen Sie, okay, die Kommunikation mit meinem Smart Power Sensor funktioniert nicht. Also schaue ich mir mal diese Verkabelung an. Entweder habe ich da die Kabel vertauscht oder da ist ein Kabelbruch drin. Also auch das Thema Fehlersuche ist ganz einfach. Aber man sieht sofort, auch eigentlich mit dem zweiten Klick funktioniert hier alles. Und in dem Fall ja, der Zähler wird erkannt und auch, dass hier 15 Kilowattstunden Batterie installiert sind. Der nächste Schritt ist dann wirklich die Einstellung des Moduses, also das heißt Maximum Self-Consumption. Das ist jetzt noch auf Englisch, das wird natürlich noch übersetzt oder ist schon übersetzt, dass Sie dann maximalen Eigenverbrauch auswählen können. Es gibt noch Time of Use, also das heißt zeitabhängige Steuerung der Batterie. Ist aber ja, meistens uninteressant. Und dann hat man noch das Thema Kommunikation. Das heißt, also wir verbinden dann den Wechselrichter mit dem Kundenrouter über WLAN oder Kabel. Und dann auch das System dann mit dem Fusion Solar Portal. Wie gesagt, die Kommunikationseinstellungen sind nicht verpflichtend. Also unser Speichersystem, unser Wechselrichter funktioniert ganz normal auch ohne Internetanschluss. Für die Kunden, die das nicht wollen, ist natürlich schon ein Vorteil zum Thema Updates, also Over-the-Air-Updates oder auch Monitoring oder auch, ja, alleine, dass ich, wenn es mal Probleme gibt mit dem System, dass der Installateur eine Fehlermeldung bekommt oder aus der Ferne einfach mal draufschauen kann, läuft hier alles. Also da sehe ich schon wirklich viele, viele Vorteile. Genau, dass man halt nicht wirklich immer zum Kunden hinfahren muss. Auch Einstellungen, also wenn der Kunde jetzt sagt, irgendeine dynamische Begrenzung oder Q von U, also eine Blindleistungseinstellung, das kann man alles aus der Ferne vornehmen. Man muss da nicht immer zur Anlage hinfahren. Dementsprechend gibt es da schon viele, viele Vorteile, wenn das Gerät online ist. Auch natürlich im Servicefall, ne? Wenn das Gerät online ist und es gibt Probleme, dann kann man unseren Service oder kann unser Service mit der Erlaubnis vom Kunden dann natürlich viel tiefer auf die Daten zugreifen, die es halt offline ist. Das wird dann die neue Visualisierung sein, also einmal von den Energieflüssen her. Man sieht, was für eine Leistung kommt von den PV-Modulen, Ladezustand der Batterie, wird die geladen oder entladen, auch wie viel Energie geht ins Netz und was ist mein Hausverbrauch. Genauso das Thema Visualisierung, wenn ich Optimierer verbaut habe, ich sehe natürlich passend ganz genau, wo sind meine Module verbaut, wo sind die Optimierer verbaut. Was ist da die aktuelle Leistung? Und natürlich auch die Komplettansicht dann über den Tag. Wie viel Energie habe ich verbraucht? Wie viel habe ich produziert? Was war meine Eigenverbrauchsquote? Was habe ich noch zukaufen müssen? Also, ich sag mal, so schöne Tagesansichten, wo man dann auf den ersten Blick auch sieht, okay, das System läuft, wie es laufen soll. Ja, natürlich. Ein Thema ist One Fits All und das ist so bei uns so die Philosophie. Also das heißt, wir haben einen Optimierer, der für fast alle Module passt, bis zu 450 Watt Leistung mit 80 Volt. Das heißt, wir haben nicht 370 Watt Optimierer, 400 Watt Optimierer, 404 Watt. Wir haben nur einen Optimierer und der passt immer oder meistens. Wir haben auch nur ein Speichersystem, beziehungsweise es passt für einphasige und für dreiphasige Wechselrichter. Das heißt, es gibt da kein M- oder S-System, sondern es ist nur eins. Wir haben auch die Option für das Thema Backup. Also falls das erforderlich ist, kann man das einfach nachrüsten. Aber es ist dadurch,
Das ist nicht fest im Wechselrichter verbaut. Dadurch ist der, sage ich mal, natürlich von den Kosten her noch mal ein bisschen interessanter. Wir haben auch nur eine App. Mit dieser App erfolgt die Komplettinbetriebnahme. Und natürlich, was super, super interessant ist, ist das Thema ein Ansprechpartner, auch zum Thema Service. Also falls da irgendwas mal sein sollte, vielleicht kennt das der ein oder andere, wenn ich Hersteller A mit Hersteller B verknüpfe. Und ich habe da mal ein Problem. Fehlersuche ist natürlich echt immer schwierig, weil jeder nur bis zu seinem Horizont da schauen kann. Und natürlich, nein, der eine war es nicht, das muss der andere sein. Und dann habe ich dieses, ja, Service-Ping-Pong. Das gibt es bei uns halt definitiv nicht. Sie haben einen Ansprechpartner, ist was an der Batterie, wird die Batterie getauscht, ist was am Wechselrichter, wird der Wechselrichter getauscht. Also das auf jeden Fall. Ja, die Details und auch die Inbetriebnahme kommt jetzt ein bisschen, also beziehungsweise die Installation. Vielleicht Also, noch ja. ganz kurz eine Frage. Und zwar Gerne. kam die Frage, haben die Wechselrichter einen potenzialfreien Kontakt für SG Ready? Also kann man zum Beispiel einen Heizstab damit steuern? Also wir haben aktuell einen Kontakt, ja, einen potenzialfreien, das ist aber bei uns der Alarmkontakt. Also tatsächlich, wenn halt irgendwie ein Problem beim Wechselrichter ist, diesen Alarmkontakt nehmen wir mit der Batterie her, um die Batterie nochmal zu- und abzuschalten, also nochmal so ein Sicherheitsfeature so ungefähr. Sind aber gerade auch noch beim Ertüchtigen dieses Alarmkontakts, dass ich da wirklich irgendwie ein Gerät schalten kann. Natürlich das Thema Heizstab. Wir haben auch vielleicht, was auch noch zu erwähnen ist, die eine oder andere Kooperation mit ja, speziellen Herstellern, die wirklich auch sich dem Thema Heizstab und Heizstabsteuerung gewidmet haben. Da haben Sie wahrscheinlich auch den einen oder anderen im Portfolio. Ja. Also da gibt es die Kooperationen. Aber also tatsächlich, dass ich jetzt wirklich sagen kann, so ein Digitalausgang potenzialfrei, das haben wir aktuell noch nicht, ist aber tatsächlich auf der Agenda. Genau, dass wir das umsetzen. Gut, super. Dankeschön. Genau, von den Details her, also einmal haben wir ein recht kompaktes System. Ein Vorteil ist definitiv die Tiefe, also unser Speicher ist nur 15 Zentimeter tief. Das heißt auch vom Installationsort, also man kann sich das auch mal vorstellen, dass man das hinter eine Tür installiert oder sowas. Also wirklich, wirklich sehr kompakt von der Tiefe her. Die meisten anderen Systeme sind eher 30 bis 50 Zentimeter, also Batteriesysteme vor allem, die dann schon viel tiefer in den Raum reinstehen. Dadurch, ja, also die Fläche, die benötigt wird, ist da schon eher geringer im Vergleich zum Wettbewerb. Also auch so ein 5 Kilowattstunden-System mit 10 kW Peak-Leistung oder auch mehr, hat dann ungefähr nur 1 Quadratmeter Platzbedarf. Also dadurch kann man da schon echt ein kompaktes System aufbauen. Auch dann mit 1 Meter knapp Höhe bei 10 Kilowattstunden. Ja, das kann sich auf jeden Fall schon sehen lassen. Also da kann man im Technikraum oder im Keller dann auf jeden Fall ein kompaktes System aufbauen. Hier nochmal ein bisschen so die ganzen Spezifikationen, also genau 5 Kilowattstunden pro Batteriemodul, maximal 15 Kilowattstunden pro Turm. Wir haben natürlich ein DC-gekoppeltes Hochvoltsystem. Sie können eine zweite Batterie parallel schalten, ohne irgendwie zusätzlich eine Box dazu zu erwerben, und dadurch auch 30 Kilowattstunden bauen. Sie können auch, also genau, kompatibel mit ein- und dreiphasigen Wechselrichtern. Vom Temperaturbereich können wir von minus 10 bis 55 Grad das System einsetzen und haben auch eine Schutzklasse von IP66. Also Sie könnten das System auch außen installieren. Man muss natürlich dazu sagen, dass wir ab einem gewissen, vor allem also bei niedrigen Temperaturen, einmal gehen wir ins Derating, also reduzieren die Leistung, weil natürlich ja, geringe Temperatur nicht so gut ist für so eine Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie oder generell für Lithium-Batterien.
Und, aber theoretisch können Sie das einsetzen. Wir empfehlen immer 15 bis 30 Grad Umgebungstemperatur. Aber ja, Sie haben auf jeden Fall die Möglichkeit. Wir erlauben es Ihnen, aber mit Einschränkungen natürlich auch. Das heißt, die Rating oder auch bei niedrigen Temperaturen, also wenn man im Minusbereich ist, dass dann auch das System vielleicht verzögert reagiert oder sowas. Ne? Von der Zellchemie Lithium-Eisenphosphat-Zellen und wir haben 100% Depth of Discharge und geben auch 10 Jahre Garantie auf unser System. Das heißt, wir garantieren, dass das System noch nach 10 Jahren 80% Restkapazität hat. Und erst darunter sagen wir, ist End of Life von dem System. Genau. Von der Installation her, Sie kriegen einmal das Leistungsmodul mit dem Standfuß. Den stellen Sie dann natürlich dann Entschuldigung, am Boden hin. Und dann stapeln Sie die Batteriemodule oben drauf. Unsere Batteriemodule werden dann mit so einer kleinen Befestigungsöse miteinander verschraubt, also 2 Schrauben pro Seite, also 4 Schrauben pro Batteriemodul. Und wenn Sie das dann alles, sage ich mal, standfest gemacht haben, haben Sie oben noch einen Kippschutz, den Sie installieren. Also quasi oben bei dem Leistungsmodul wird noch ein Kippschutz an die Wand geschraubt, damit das alles nicht umfällt. Und der nächste Schritt ist eigentlich dann die Verkabelung der einzelnen Batteriemodule. Die Kabel, also untereinander, sind alle im Lieferumfang dabei. Da müssen Sie nichts zusätzlich erwerben. Die einzigen beiden Kabel, die Sie benötigen, oder Leitungen, ist die Verbindung von der Batterie dann zum Wechselrichter. Aber wie gesagt, das ist eine ganz normale Photovoltaikleitung. Also das heißt, 4 oder 6 Grad hat man ja standardmäßig so und so auf der Baustelle. Und eine Kommunikationsleitung, also Cat5e, damit ich dann halt diese RS-485-Übertragung dann noch gewährleisten kann. Das heißt, also diese ganzen Steckverbinder dann sind zu machen, vorkonfektionierte Kabel, die Kommunikation erfolgt dann über Patchkabel. Das ist dann auch alles ganz einfach. Die einzige Herausforderung beim ersten Mal ist, wir haben, um die natürlich Schutzklasse von IP66 zu erreichen, haben wir für die Kommunikationsleitungen haben wir solche, ja, Dichtungsverschraubungen darüber. Und die sind, wie soll ich sagen, etwas herausfordernd beim ersten Mal. Da kann man mal 5 Minuten dafür brauchen, wenn jetzt diese Schutzklasse nicht erforderlich ist, weil das Gerät im Keller installiert wird, kann man die auch weglassen. Das ist kein Problem. Aber natürlich, wenn das irgendwo außen installiert wird, ist es zwingend erforderlich. Ja, das geht schon. Und da ist auf jeden Fall der Expertentipp, vielleicht auch ein Silikonspray zu verwenden, damit dann der eine Gummi auf dem anderen ein bisschen einfacher gleitet. Aber das kriegt man auf jeden Fall dann schon hin. Also das ist zum Thema, sage ich mal, Installation und Verkabelung. Also das ist ja einfach gestaltet. Das ist jetzt kein großer Aufwand. Ja. Genau, zur Zusammenfassung nochmal. Also, oder auch zu den ganzen Vorteilen bei unseren Wechselrichtern. Erstmal ist natürlich Battery Ready, das heißt, wir haben standardmäßig diesen Batterie-Ein- und Ausgang, der dabei ist. Der nimmt keinen MPP-Tracker weg, sondern der ist einfach ja, dabei. Ich muss auch kein Freischaltcode kaufen. Wir haben lüfterloses Design, das heißt, wir haben keinen aktiven Lüfter. Sondern die Geräte sind passiv gekühlt. Wir haben unter 29 Dezibel Betriebsgeräusche. Ich habe selber einen 20 kW-Wechselrichter. Ich höre den nicht. Letztens war ich mal bei einer Anlage gestanden. Da lief auch ein 20 kW-Wechselrichter auf 50%. Ich habe den Anlagenbetreiber gebeten, ob wir nicht einen anderen Ort für die Unterhaltung vielleicht aufsuchen sollten, weil das so laut war von den Lüftergeräuschen. Das gibt es da nicht, definitiv nicht. Ja, auch vom Gewicht her, die dreiphasigen Wechselrichter wiegen nur 17 Kilogramm, sind dadurch sehr leicht. Wir haben einen patentierten AC-Stecker, das heißt, der ist wirklich werkzeuglos oder halt zumindest, ich habe jetzt keine Verschraubung, die ich da vornehmen muss, sondern das ist so ein ja, Schnappverbinder, also wie so eine Vago-Klemme, wenn man die kennt. Also ich tue das Kabel abisolieren, stecke das rein
und mach den Schnapper dazu. Also, und genauso auch die Kommunikationsverbindung sind so Steckverbinder. Das heißt auch, in Anführungszeichen, muss da nichts, keine Verschraubung vornehmen. Flexibles Design, also mit den Optimierern kann ich das einsetzen. Ich muss es aber nicht machen. Und ich habe auch die Möglichkeit zu diesem Long String Design, wo ich dann einfach anstelle von 21 Modulen zum Beispiel in einen String auch 27 Module verschalten kann. Flexible Kommunikation, WLAN oder Ethernet oder auch 4G ist möglich. Dann haben wir natürlich künstliche Intelligenz zum Thema Lichtbogenerkennung. Wir haben AC und DC-Überspannungsschutz Typ 2. Kostenfreies Monitoring-Portal, 10 Jahre Produktgarantie, erweiterbar auf 20 Jahre beim Wechselrichter, nicht bei der Batterie. Natürlich mit der Batterie einen Ansprechpartner für das Komplettsystem. Der Zähler kann direkt bei uns angeschlossen werden am Wechselrichter über RS485. Das ist eine super sichere Verbindung, die sehr fehlerfrei ist. Grundsteuerempfänger kann angeschlossen werden. Externe Kommunikation, Modbus TCP oder RTU ist möglich oder auch über eine Open API. Wirkungsgrad natürlich für unseren Wechselrichter auch sehr hoch. Wir haben 24 Stunden Monitoring. Und natürlich Inbetriebnahme über die App. Und es gibt nur eine App. Also das sind wirklich so die Produktvorteile von einem Komplettsystem. Und natürlich Batterie jederzeit erweiterbar, flexibles Design. Ich glaube, mit zwischen 5 und 30 Kilowattstunden ist man hochflexibel. Oder auch wenn der Kunde das mal nachrüsten möchte, er kann da einfach einen zweiten Wechselrichter installieren, um auch dann die Kapazität und auch die Leistung zu erhöhen. Es gibt oft Anbieter, die können da beim Speicher vielleicht nur einphasig oder vielleicht auch einen zweiten Speicher gar nicht mehr installieren. Oder der Batteriehersteller bietet gar nicht diese Parallelschaltung an oder solche Sachen. Also da sind sie, glaube ich, auf jeden Fall schon ganz, ganz flexibel. Ich bin eigentlich durch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Hab's fast geschafft in der Zeit und ja, bin jetzt einfach noch für Fragen auf jeden Fall für Sie verfügbar. Also, Herr Dietrich, vielen Dank. Das war ein guter Einblick in das System. Also, ich bin, seit wir Huawei im Portfolio haben, extrem begeistert. Das geht schnell vorwärts. Die Entwicklungen kommen. Was versprochen wird, wird eingehalten. Das ist wirklich eindrücklich. Also, deshalb verstehe ich schon, dass es international, global, dass Sie da als Wechselrichterhersteller Nummer 1 unterwegs sind. Im Schweizer Markt wird da sicher auch eine große Entwicklung stattfinden, dass sie in diese Richtung gehen werden und andere Wechselrichterhersteller und auch Batterienhersteller sich reinholen werden beim Absatz. Es sind noch einige Fragen im Raum, die ich gern beantwortet haben möchte oder wir. Und Gerne. wir werden auch mündlich noch Fragen stellen. Also ich schließe jetzt für die externen Hörer hier die Sitzung ab, die das später nachschauen. Danke fürs Zuhören und hoffe, das hat allen was gebracht. Dann stelle ich die Aufzeichnung.